Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt in Novigrad. Wir haben erfahren, dass wir in Sachen Rittersporn und damit auch in Sachen Ciri nicht weiterkommen, ohne Hurensohn zu finden. Und dafür wiederum müssen wir Vernon Rush treffen. Und ich ärgere mich ein bisschen über mich selbst, dass ich noch nicht richtig geguckt hatte, wo Vernon Rush eigentlich sein Lager hat. Und das ist tatsächlich hier im Wald in der Nähe des Anwesens der Wegelbutz. Das hätten das von dort aus relativ simpel erledigen können. Nun gut, jetzt machen wir das Beste draus. Wir werden jetzt noch in der Stadt eine Sache machen, die ich nicht so lange hinausschieben möchte. Denn es gibt immer noch dieses wichtige Kartenspiel mit Wimme Vivaldi, dem Bankier. Ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht das irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Wer weiß, vielleicht gibt es wieder so ein Zwergenpogrom oder so und dann ist er weg. Also das sollten wir vielleicht jetzt angehen. Und dann gibt es noch eine andere Aufgabe, die wir noch offen gelassen haben, nämlich einen Hexerauftrag mit der weißen Dame. Ich denke, das werden wir auch nochmal vorziehen und dann werden wir auf diesem Weg irgendwie hier runterreiten und damit gleich diesen Zipfel hier, dieser Insel, erkunden. Auf dem Weg dorthin, da gibt es da noch eine interessante Sache und da noch ein Gehöft. Ja, also nutzen wir diese Gelegenheit. Aber wir starten mal mit diesem Gewinnspiel. Für diejenigen, die sich vielleicht wundern, warum gibt es ab und an Gewinn-Sonderfolgen. Und dann wiederum Gewinnspiele innerhalb des Let's Plays, des normalen Fortgangs der Dinge. Immer wenn sie questrelevant sind, also irgendwie besondere Spiele sind, dann nehme ich sie ins normale. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Ich zahle keine Steuern, wenn ich das nur damit wollte, solche Gestalten Dame, die Stadt unsicher machen. Würden wir nicht Côte de Blessure trinken? Warum denn nicht? Es wäre zu teuer. Alles klar. Ja, also diese questrelevanten Spiele, die nehme ich hier mit rein. Das ist das Prinzip. Okay, dann gucken wir mal. Was ich tatsächlich nicht weiß, ob, wenn wir verlieren, ob es möglich ist, nochmal mit ihm zu spielen oder ob das wirklich eine einmalige Chance ist. So ein Spiel, dieses besondere Spiel, das ist nämlich sogar halt eine Quest, ne? Und woran ich noch erinnern möchte, das gucken wir uns direkt nochmal an. Es gab irgendwann mal einen Zettel, den wir, glaube ich, mitgenommen haben. Der hatte uns gewarnt davor, dass wir nicht mit Wimme Vivaldi spielen sollen. Hier, genau. An alle Gewinnspieler, der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld, ein Wohlmeinender. Kann natürlich jetzt einfach auch nur Rufmord sein, jemand, der ja kein gutes Blatt hatte oder nicht gut spielen konnte. Wir werden mal sehen. Was kann ich für dich tun? Noch ein Mutter. Haben wir eigentlich noch was umzutauschen? Wir gucken mal kurz. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Okay, was haben wir denn da noch? Gar nichts. Doch, tatsächlich. Warte mal ein bisschen was. Aber jetzt das Eis. Was kann ich für dich tun? Dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Kontos habe. Du spielst doch Gwent, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Na dann. Also spielen wir. Um eine Warum einzigartige Karte kaufen, vielleicht. Was du heute schon Warum kaufen nicht? Kannst? So, okay, aber was bedeutet das, wenn wir verlieren, müssen wir ihm auch eine einzigartige Karte geben? Das wäre ja die Logik dahinter, ne? Uiuiui. Nun gut, starten wir mal und schauen. Okay, mit Scoia'tael spielt er. Das heißt, er kann immer beginnen. So, da haben wir Finte, da haben wir Horn des Kommandanten, wir haben Rittersporn, auch ein Horn, aber nur für die Nahkampfreihe. Deswegen brauchen wir natürlich Nahkampfleute. Die schicken wir dann schon mal weg. Okay. Die Heilerin ist gut. Na, jetzt haben wir natürlich... ja gut, Rittersporn könnte nur Wes stärken. Oder wir schicken den Drachenjäger weg. Die Achter ist gut. Oder wir schicken eine Sechser Ballista weg. In der Hoffnung, dass da noch ein Nahkämpfer kommt. Eigentlich mit Rittersporn müsste man sein Deck ein bisschen stärker auf Nahkämpfer umstellen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so
gut und sinnvoll ist. Kommt, ich nehme nochmal die 6er Ballista weg. Ah, tatsächlich, hat geklappt. Wir haben nochmal einen Nahkämpfer bekommen. Okay, alles klar. Kein Wettereffekt haben wir auf unserer Seite. Wollen wir gleich mal die Rittersporn-Aktion starten? Ja, versuchen wir es mal. Oder wir gehen in der ersten Runde auf Ballistas. Na, wir gucken mal. Okay. Okay, er hat, wie es aussieht, ein Zwergenblatt. Interessant. Ja. Und ein ganz kleines Blatt hat er. Das ist auch gut zu wissen. Schade, dass wir keine Wettereffekte haben. Ach, geht ja voll auf Zwergen-Nahkampf. Sehr speziell. Da wäre natürlich jetzt schön Kälte, ne? Na gut, wir gucken mal. Tja, wir könnten sagen, wir passen. Oder wir ziehen es weiter durch. Ich meinte, wir können hier unten auch noch richtig Punkte machen. Na kommt, wir ziehen es durch. Okay, er passt. Ja. Gut, jetzt mal gut überlegen. Dann sind wir, haben wir einen Kartennachteil. Also wenn wir jetzt die Achter spielen, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wenn wir die Sechser spielen, haben wir nicht gewonnen. Na gut, machen wir das so. Sie bewahren wir nochmal auf. Also die Finte bewahren wir auf, um sie zweimal einzusetzen. Da können wir vielleicht nochmal die zwei Katapulte ins Spiel bringen. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Okay, erste Runde gewonnen. Er hat natürlich jetzt eine Karte Vorteil. Was kriegen wir noch? Ah, ist natürlich Pech, dass wir... Na, mal sehen. So, wir müssen beginnen. Fangen wir mal so an. Oh ja. Was holt er sich da? Ja, er holt sich nichts. Ach so, verstärkt alle Einheiten in Reihe um plus 1, sich selbst ausgenommen. Hä, ja, aber das war das jetzt ein absolut mieser Zug von ihm. Sehr merkwürdig. So, wir holen das Katapult rein. Gut, er hat starke Heldenkarten, aber das muss ihm jetzt noch nichts nützen. Wir werden sehen. Nahkampfverteidiger, nichts Besonderes. Ei, okay. Ja. Aber auch kein Problem eigentlich für uns. Können ja noch gutes Wetter machen. So, dann spielen wir die Finte. Das sieht alles noch sehr, sehr gut aus für uns. Wesemir. Wir spielen unser... Verbrennen wäre natürlich jetzt übel, aber was soll man da machen? Wir müssen das jetzt spielen. Eine Karte hat er noch. Nein, Hafgeheilerin. Okay, das heißt, wir müssen noch nicht mal gutes Wetter einsetzen und haben
Locker gewonnen. Ja, das war kein Problem. Wimme, du bist besiegt. Na, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir erhalten. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Ja. Die Karte gehört dir. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ah, okay. Hast du etwas, Meister? Es geht weiter. Interessant. Ja, gut. Ich meine, wir werden nach Novigrad ja demnächst zurückkehren. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, wo sie sich befindet. Da oben. Ah, alles klar. Beziehungsweise, das ist ja auch der Ort des Turnieres. Ja, das werden wir jetzt allerdings nicht machen. Wir hingegen gucken hier nochmal rein. Wir haben nämlich Wesemir erhalten, wenn ich das richtig sehe. Wesemir ist in welchem Deck? Hier. Eine 6er Nahkampfkarte ist eine Verbesserung. Zum Beispiel können wir da Wes oder Soltan rausnehmen und ihn reinnehmen. Eine kleine Verbesserung. Okay. Ja, sehr schön. Gut. Bordell heute Abend. Dann machen wir noch was. Wir gehen hier nochmal zu unserem Zwergen. Nee, zu unserem, ist ja gar kein Zwerg. Zu unserem Rüstungsschmied. Erstklassige Schwerter. Und verkaufen da noch kurz was. Zeig mal, was du anzubieten hast. Nämlich hier die Nilfgaarder Klamotten, die Rüstung. Das benötigen wir jetzt alles nicht. Ebenso dieses Schwert brauchen wir auch nicht. Und dann werden wir noch reparieren. Wobei, da ist kaum was zu reparieren. Okay. Bis dann. Bis dann. Ah, hat er ja nicht zu mir gesagt. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. So, gut, das hätten wir. Dann kümmern wir uns jetzt, wie besprochen, um diesen Auftrag, die Weiße Dame. Nochmal kurz zur Erinnerung. In Novigrad las Geralt einen Aushang, der eine Belohnung versprach. Es galt, eine gewisse Weiße Dame zu töten, die in den Feldern vor der Stadt spukte. Der Hexer, der immer Geld brauchte, um... Ja, wozu brauchte er das ganze Geld eigentlich? Für Rüstungen, Schwerter, Haarspangen... Jedenfalls war er mal wieder klamm und nahm den Auftrag an. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler, wenn du nicht so groß wärst. So, das heißt... Du etwas, Meister? Das ist verboten. Sofort wir ein Körper? Brauchen auf jeden Fall Plötze jetzt. Das geht zu weit. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Und dann geht's erstmal wieder seit längerem raus aus der Stadt, also so richtig mit einem Auftrag... Oh, lass uns am Leben. Im Lande, in der Wildnis, vielleicht in der Wildnis. So, warte mal, sind wir jetzt hier gerade richtig? Nee, ich bin komplett falsch. Da müssen wir ja lang. La, li, 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 la. Almosen für die Armen. Ich will aber dennoch kurz mal hier bei unserem Freund vorbeischauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes hier zu besprechen. Ist er denn da? Hier liegen nur irgendwelche Penner rum. Aber er selbst ist gar nicht da. Na. Gut, immerhin der Koch ist da und der Vogel ist da. Okay. Alles klar. Wer weiß, was er so treibt. Genug gesagt. So, und Plötze ist hier auch nicht mehr da. Ja rund. Das ist ja traurig. Na gut. Dann rufen wir sie mal. Irgendwo wird sie sein. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Naja, okay. Plötze, wo bist du? Kann man Plötze vielleicht nicht in der Stadt rufen? Das ewige Feuer sei mit dir. Ist Plötze ohne uns rausgelaufen? Tja, wahrscheinlich ist es so. Okay, dann müssen das wir raus. Ein Kreuz mit den Belgern. Ein Röntchen Vögeln. Okay. Nochmal kurz.
das da ist unsere Richtung. Da müssen wir hin. Aber, ach, kommen wir überhaupt hier? Sind wir hier richtig? Nee, schaut mal, wir müssen da hin. Ah, ich habe das falsche Tor benutzt. Wie ärgerlich. Schwimmen will ich jetzt auch nicht. Dann müssen wir nochmal rein und einen kleinen Umweg machen. Da hinten. Das ist das Alle richtige Sünder Tor. Werden im ewigen Feuer brennen. Voll hier, ne? Genug, um die Kleinen satt zu kriegen. Was ist nochmal mit Foltis passiert? So. Hier können wir raus. Sehr gut. Was? Ein Schmugglerversteck? Aha. Ah, ich sehe gerade, da sind Fässer. Na los, die gucken wir uns an. Oh, da ist ja einiges verborgen. Da lohnt es sich ja tatsächlich mal zu tauchen. Ach, schaut mal, die Fässer halten da unten. Okay, das ist ja meisterlich gefertigt, der Sattel. Ein interessantes System. Noch irgendwas? Das Fässchen dort. So, jetzt haben wir doch uns nass gemacht. Aber ich würde sagen, hat sich gelohnt. So, den Rest können wir dann aber jetzt auch laufen. Hier waren wir noch gar nicht richtig am Rubenstor. Wir sind da hinten, glaube ich, reingeritten. Morgen ist ein neuer Tag. Du bist rechtzeitig fertig. Ich weiß nicht. So, aber hier, daran kann ich mich irgendwie erinnern, an diesen Schlachter. Genau, und hier an der Pinnwand waren wir auch schon. Weiß nicht, woher sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. Oh, meine Liebe, du bist überrascht. Die Straßen sind nicht mehr sicher. So, hier haben wir die Auftraggeberin, Helma. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Mikko und seine Bande? Klingt aber erstmal so nach einer Mittagserscheinung, oder? Mikko und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle. Alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker machte. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Oh, das klingt nicht gut. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Ja, ich denke schon, dass wir ein bisschen verhandeln hier, ne? Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Ja, wir sind mal bescheiden. Oh, na schön. Das kann ich noch drauflegen. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Okay, sehr gut. So, erstmal sollen wir scheinbar nach den Opfern suchen. Gucken wir mal, wo sich das Ganze hier abgespielt hat. Ah, relativ in der Nähe, bei einem alten Turm. Das könnte dieser sein. Den haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht besucht. Wir sind ja über an der Windmühle vorbei, hier nach Novigrad geritten. Alles klar. Nun gut, dann hoffe ich, dass Plötze jetzt mal hier irgendwo in der Nähe ist. Leute in Wesima hungern. Und endlich mal aufkreuzt. Ah, da ist Plötze, ja. Wo bist du gewesen die ganze Zeit? Schön, dich wiederzusehen. Alles klar, machen wir uns mal auf den Weg. Was willst du mit dir, Junge? Willst du mitkommen? Nee, würde ich nicht machen. So, ich glaube, das ist unsere Richtung. Ja, komm, renn doch nicht in mein Pferd hinein. So, da sehen wir auch schon den alten Turm. Ja, es ist, wie gesagt, alles ganz in der Nähe. Na, Bäuerchen, hast du hier was gesehen?
Schaut mal, wir sind sogar schon da. Dann lassen wir plötzlich mal hier. Und gucken uns das an. Ist hier irgendwas? Nö. So, gehen wir mal einmal quer rüber in Richtung des Turmes. Ah, hier ist doch schon was. Oh ja, Blut. Was hat es hier mit auf sich? Blut, sehr alt. Aber die Brandspuren sind frisch. Unnatürlich. Das Medaillon vibriert. Ja, warte mal, altes Blut? Das heißt, hier muss schon vorher jemand getötet worden sein. Ja gut, das waren ja auch die Erzählungen, die sich schon rumgesprochen haben. Ja, und hier liegen sie ja, die Burschen. Okay, das war jetzt nicht schwer zu finden. Gucken wir mal. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Mhm. Aber wie gesagt, das klingt alles nach einer Mittagserscheinung. Okay, dass es Trunkenbolde waren, wussten wir schon. Was ist hier mit ihm? Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Alles klar. Geralt ist zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit 4 Leichen gerechnet. Aha. Eine Leiche fehlt. Ah, hier sind Fußspuren. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Ja gut, nachvollziehbar. Okay, alles klar, wir folgen der Spur, aber ich denke, wir können uns schon mal informieren oder erinnern, was war eigentlich hier los mit den Mittagserscheinungen. Machen wir das mal ganz kurz. Geister, Mittagserscheinungen, so sehen sie aus. Mondstaub, Geisteröl und Irden. Ja, gut. Dann bereiten wir das mal ein bisschen vor. Also, Geisteröl und Mondstaub haben wir, glaube ich, auch schon in der verbesserten Variante. Kartätsche, Mondstaub. So, perfekt. Dann das Ganze noch vorbereiten. Dann, ja, dann kann es losgehen. Natürlich ist das Opfer hier wahrscheinlich direkt zum Turm gelaufen, was ziemlich dämlich ist. Burg Drahim heißt das Ganze. Ich sollte den Turm untersuchen. Ja. Das machen wir. Warte mal, jetzt mal erstmal in Ruhe alles. Okay, irgendwie eine Burgruine. Was wissen wir darüber? Burg Drahim? Ah, wird uns gar nicht angezeigt. Klang jetzt irgendwie so, als wäre das ein Wegweiser. Ist es aber nicht. So, da ist noch mehr Blut. Die Blutspur führt zum Keller. Okay, und hier ist doch ein Wegweiser. Und da hinten sehe ich irgendwie Reiter. Lass mal noch mal kurz über Burg Drahim was lesen. In ihren besten Tagen war diese Burg das Zuhause der redanischen Dynastie Moskowitz von den Seewölfen, die Kunstmäzenen und Bewunderer der Elfenkultur waren. Nach dem Selbstmord Prinz Adriens, des letzten Mitglieds der Dynastie, ging die Burg in den Besitz der redanischen Krone über und begann zu verfallen. So, wir sollen in den Keller. Aber da hinten, das sind doch Banditen, oder? Und da. Da unten ist auch schon was. Naja, kommt. Gehen wir erstmal da. Hier. Gerissener Hund. Oh. Schemata sogar. Gut. Dann bereiten wir uns mal vor. Ich denke, da wird es gleich zum Kampf kommen. Ja. Noch nicht ganz. Wer hat denn hier übernachtet? Einiges Neues, was wir hier finden. Das klingt allerdings widerlich. Sehen wir schon was? Oh,
eigentlich cool erstmal nur. Shit. Ich habe mich nicht geschützt, das ist schlecht. So, das war aber nicht das, was wir gesucht haben. Ich sollte auch mal auf die Schwalbe gehen. Wir finden hier zumindest die Überreste des Typen. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Ah, ja. Alles klar. Das kennen wir schon. Auf diese Art und Weise haben wir schon mal eine Mittagserscheinung besiegt. In der Nähe von Weißgarten. So, und diese blöden Banditen. Ist das da ein Bauer, der da lang geht? Oder ist das auch ein Bandit? Das ist ein Bauer. Und hier reiten Banditen entlang. Komm, um die kümmern wir uns auch mal direkt. Irgendwelche letzten Worte? Fick dich! Das war's? Ist das Plötze? Tickt die hier komplett aus oder war das ein Pferd von den Banditen? Ich glaube eher letzteres. Jetzt haben wir sie nicht alle erledigt. Wie lästig. Na gut. Muss vielleicht auch nicht sein. Ah, da haben wir noch einen. Okay, das war jetzt nicht so klug. Los, meine Lieben, an die Arbeit! So, waren das jetzt alle oder ist da noch jemand? Da ist noch einer. Na komm an. Okay. So enden Banditen. Aber erneut die Wunderung, dass hier in der Nähe von Novigrad tatsächlich bei den ganzen Soldaten, Heerlagern und ähnlichem so viele Banditen hier zu finden sind. Irgendwo muss hier noch ein Überrest sein. Direkt vor mir. Da. Okay. Dann, was ist da noch für ein roter Punkt auf der Minimap? Ah, ist das das? Nee. Schaut mal, direkt hier ist ein roter Punkt. Was ist das? Keine Ahnung, scheint nicht wichtig zu sein. Wo hatten wir Plötze gelassen? Ach, da unten, ne? Genau. Bei der Hütte da. Okay, das Schwert können wir erstmal wieder wegstecken. Plötze werden wir natürlich hier nicht alleine lassen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas in Erfahrung bringen. Da gibt es mit Sicherheit eine Geschichte zu, ne? Mal sehen, ob die Alte uns die auch erzählt. Ich meinte, Geralt hätte eigentlich schon von Anfang an ahnen können, dass es sich um eine Mittagserscheinung handelt und sie gleich danach fragen können. Weil wir wissen ja, wie man das macht. Ah, ich glaube, da war das Ganze. Entschuldigung. So, hier ist sie. Helma. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter. Arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Was ist jetzt? Luzis Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn. Aber
Töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Ich habe solche schrecklichen Schmerzen. So, was ist denn mit den ganzen Leuten, die jetzt hier plötzlich ankommen? Was war denn das für eine Geschichte? Oder was ist das für eine Geschichte? Sie soll einen Halbblut heiraten. Einen Kaufmann aus Kovir. Womöglich kann sie ihr Leben ändern. Ja, reden die über Luzi? Alles wird gut. Na gut, wenn du meinst. Und die sehen alle aus, als hätten sie einen Hexenschuss. Nun ja, alles klar. Dagegen können wir allerdings nichts tun. Selbst die Hexenjäger glaube ich nicht. Ja, dann werden wir zurückkehren und diesen Dolch ins Feuer werfen und dann gucken wir mal, ob wir die Erscheinung hervorlocken können. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Ja, da bist du nicht der Einzige. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.